Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Heute stehe ich hier bei Alex oder Alex und Tinken. Ja, wir haben ja in der letzten Folge das Charakterebuch, das NPC-Buch erhalten. Das findet ihr hier bei Sammlungen und da sind wir auch schon in dem Buch und ich dachte mir, ich stelle euch alle Charaktere in diesem Buch vor, aber nicht in einem oder in zwei Videos, sondern ich stelle euch immer die Charaktere vor, die zusammengehören, wenn die sich im Moment hier wie Alex und Tinken im Spiel befinden, dann besuchen wir die Charaktere auf jeden Fall auch nochmal, bevor ich das Buch vorlese. Ich bin im Moment noch mitten in der Hauptstory-Quest und habe die noch nicht abgeschlossen. Deswegen steht Alex und Tinken im Moment auch bei, ich glaube bei Marley ist das, am Reitplatz. Ja, Tinken ist Alex Pferd. Ich nehme mal an, das werden wir gleich rausfinden. Wir fangen mit Alex an. Sie heißt Alex Cloudmill, ist 18 Jahre alt. Ihr Pferd heißt Tinken. Sie ist Soul Rider und hat am 5. April Geburtstag. Sie ist ein Witter. Ihr Zuhause liegt in Valedale. Ihr Geburtsort ist in Jorvik City. Und ihr Lieblingsessen ist Pizza. Yay, Pizza! Besondere Fähigkeiten, sie ist Meister des Blitzkreises. Ihre Hobbys sind Fitness und Hip-Hop. Ja, James ist ihr Bruder und Maya ihre beste Freundin. Alex Cloudmill. Alex, Soulrider des Blitzkreises, reitet das Pferd Tinken. Sie ist mutig und loyal, hat einen etwas abgedrehten Sinn für Humor, der einen glauben lässt, dass alles irgendwie in Ordnung kommt. Obwohl sie schon ihr ganzes Leben auf Jorvik gelebt hat, hat sie erst vor 2 Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen. Genau genommen, als das Schicksal sie mit Tinken zusammenbrachte. Ihre Reittechnik ist, sagen wir einfach, dass sie in absehbarer Zukunft noch keine Reitsportpreise gewinnen wird. Nachdem sich Soulrider vor 2 Jahren verbündet hatten, um Dark Core zu stoppen, sind die 4 Mädchen anschließend ihre eigenen Wege gegangen. Nur Alex blieb zurück und hilft jetzt den Bewahrer Aideens dabei, Jorvik zu beschützen. Sie ist eine wahre Kämpferin. Alex war der erste Soulrider, den ich getroffen habe und die erste Person, die ich je gesehen habe, die gezaubert hat. Ich weiß nicht, ob das bei jedem dasselbe hier als letzter Abschnitt ist. Und ja, ich habe auf jeden Fall mit Alex schon einige Abenteuer erlebt. Und ich kann mich wirklich auch erinnern, Alex und Tinken waren die ersten, die ich gesehen hatte. Der erste Soulrider, den ich getroffen habe. Wir schauen uns natürlich auch noch Tinken an. Er ist ein Jorvikisches Wildpferd. Der Besitzer ist natürlich Alex. Und die besonderen Fähigkeiten sind, er ist im Blitzkreis und er hat Beharrlichkeit. Tinken ist eines der 4 Wächterpferde, die Aideen dienen. Genau wie seine Reiterin Alex ist er furchtlos, naseweiß und immer bereit für neue Abenteuer. Er liebt es, sich in den Wäldern aufzuhalten, besonders wenn er durch unebenes Gelände galoppieren kann. Das passt Alex auch sehr gut, denn sie reitet am liebsten dort, wo andere nicht über ihre fehlenden Reitkenntnisse urteilen können. Tinken ist das kleinste der Soulrider-Pferde, aber auch das widerstandsfähigste. Genau wie Alex ist Tinken ein geborener Anführer. Ja, ich bin super begeistert von diesem NPC-Buch. Ich finde es wunderschön. Damit haben wir unsere ersten beiden Charaktere vorgestellt und durchgelesen und wissen jetzt auch ein bisschen mehr über die beiden. Als nächstes kommt dann Linda mit ihrem Pferd dran. Ich hoffe, diese kleinen süßen Vorstellungen von den NPCs, die
ja, uns innerhalb des Spiels länger begleiten, gefällt euch, ja, dann verabschiede ich mich auf jeden Fall von diesem Video von euch. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!